anderen Person. Also Spoiler-Alarm, so eine Scherbe gibt es auch in diesem Spiel, aber da muss man sich noch ein bisschen mehr ins Zeug legen, wenn man die haben möchte. Wenn ich das mal so sagen darf. Naja, gut. So, haben wir das auch erledigt. Dann als nächstes, was machen wir denn mal da? Ich würde mal so sagen, wir gehen mal hier unten hin. Schon eingesammelt, die wir mit der Scherbe jetzt holen? Ich glaube ja, oder? Aber da unten waren wir noch nicht. Machen den Viechern nicht so viel aus. Keine Überraschung. Naja, was soll's. Ansonsten ist das eine mit der besten und stärksten Scherben auf jeden Fall. Oh shit, und verflucht. Das ist ziemlich uncool. Drachenkrallen. So, weg mit dir. Ja. Können wir ruhig ein bisschen nachtanken. Diese Verfluchung, die hat uns ziemlich übel zugesetzt, obwohl eigentlich gar nicht mal so. Das meiste davon war ja jetzt, ich hatte jetzt ja gerade gar nicht gespeichert. Das meiste davon war noch unserem Kampf gegen das Schlachtross. Oh shit. Oh, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Platin. Ja. Oh, und eine neue Scherbe. Ah, auch gut. Feuerwiderstand. Ja, war so ein bisschen vielleicht abzusehen. Okay, da brauchen wir entweder dein Menschenshift oder den Reflektorstrahl. Flammenschal, ja. Wird uns aber, ja gut, könnte unsere Stärke noch etwas erhöhen, aber unsere Abwehr zu sehr absenken, zu sehr erniedrigen. Könnte man auch sagen, oder? Ja, deswegen bleiben wir mal bei unserem jetzigen. Ich meine, mehr Stärke ist zwar cool, aber zu geringe Abwehr, also es heißt ja immer so schön im Sport, Offense wins Games, Defense wins Championships. Und ja, wir sind ja nicht nur hier, um Spiele zu gewinnen, wir wollen hier auch, wir wollen ja auch eine Meisterschaft gewinnen. Wenn man denn so will. Nein, es gibt keine Bloodstained-Meisterschaft. Wir wollen natürlich alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt, keine Frage. Und ohne eine gute Verteidigung gibt es für einen halt nichts zu gewinnen. Dunkelheitswiderstand, ja gut, ist eigentlich klar, dass diese Elementare die Widerstände erhöhen, je nachdem, was für Elementare sie denn nun halt auch sind. Nee, nee.
Du nicht. Und ja, wir können... Also hier fehlt uns eigentlich nichts mehr. Wir können eigentlich... weitergehen mit dem, was wir vorhaben. Ja, das war genau den einen letzten optionalen von diesen drei Schlüsselwärtern, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Den wollen wir uns eigentlich auch noch holen. Wäre ich jetzt momentan mal dafür, auch wenn das wahrscheinlich... ach du Scheiße, was mache ich für einen Scheiß denn hier? Warum laufe ich in diese dämliche Guillotine rein? Naja, weiß wohl nur ich selbst. Wie dem auch sei. Ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, obwohl der letzte von diesen drei Schlüsselwärtern ist wahrscheinlich der schwerste im Spiel. Den werde ich aber trotzdem noch versuchen, platt zu machen. Weil ich Bock drauf habe. Weil wir die anderen beiden auch besiegt haben. Und ja, warum eigentlich nicht? Ich glaube eigentlich, wir sind dafür ganz gut gerüstet. Wenn ich das mal so sagen darf. So, den... Ach, egal. Den lassen wir mal einfach da und dann gehen wir mal... Ja, ist auch wieder ein weiter Weg, den wir zu dem zurücklegen müssen, leider Gottes. Aber können wir nicht ändern. Wir werden uns auf diesem weiten Weg machen, mit besserer Ausrüstung, mit dieser wunderbaren Waffe hier. Ja, komm doch nur, wenn du dich traust. Die neue Shinobi-Gewänder sind für uns auch wieder drin. Ich musste mich so von diesem verdammten Boden sogar noch umdrehen lassen. Oh, Scheiße, Mann. Das musste jetzt echt nicht sein. Und... das Ganze nochmal musste jetzt auch echt nicht sein, so viel Energie dazu verschenken. So, ah, okay, wir sind gleich da. Ja, klasse. So, da ist unser Freund nämlich und ja, wir treten ihm mal einfach gegenüber. Neuer Rekord, okay. Was auch immer für einen Rekord wir hier gebrochen haben, ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist das hier der Schreinermeister. Ja, der macht mit einem einzigen Dolch 163 Schaden. Das ist ziemlich übel. Aber der hat noch ein paar andere Sachen drauf. Der kann nämlich ein paar Gegner sich hierher holen. Das ist quasi, ja, so ein Schmiedemeister, könnte man ihn auch nennen, für die Freunde der Castlevania Netflix-Serie sind. Oh Gott, und ich habe gerade jetzt in die Folge den Überblick verloren. Oh, jetzt sind schon zwei von mir, na, heilige Scheiße. Ja, und wir kriegen gerade ordentlich auf die Eier, da ich irgendwie hier gar keinen Platz mehr habe, noch irgendetwas hier auszuweichen. Ja, genau. Ist, alles läuft gut. So, einen haben wir erledigt. Nee, da in seine komische Kreissäge, da sollten wir nicht reingehen und wir sollten uns ganz schnell heilen. So, holen wir uns noch die paar Boni hier ab. Das sollte erstmal reichen für eine halbe Minute. Habe ich halbe Minute gesagt? Oh Gott. Ja, ich habe, glaube ich, nicht gelogen, als ich gesagt habe, der ist der schwerste von den drei. Oh Mann.
Delicious. Jetzt wäre ich froh, wenn wir ihn überhaupt noch irgendwie schaffen. Jawohl. Und wir kriegen seine Scherbe, das ist auch cool. Meißelsperrfeuer. Auch eine ziemlich gute Waffe, die aber, wenn ich mich noch recht erinnere, ziemlich heftig auf die Magiepunkte geht. So. Den mache ich noch platt. So, dann sollten wir zusehen, dass wir von hier wegkommen. Und jetzt auf dem Rückweg natürlich am besten sollten wir versuchen, nicht zu sterben. Das wäre jetzt noch so ein Pro-Tipp. Gut, so, dann... Haben wir noch irgendwie was vor? Ich glaube eigentlich nicht. Fällt da noch was ein? Aber... Ja, okay, warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, hauen wir erstmal von hier ab. Gehen zurück in das Dorf und speichern unsere ganzen Fortschritte einmal. Die wir so mühevoll erreicht haben. Alles andere wäre jetzt auch nicht so wild, aber wäre schon scheiße. Ja, okay, und dann können wir uns eigentlich aufmachen, würde ich mal sagen. Ah ja, bevor ich es vergesse. Genau, hier haben wir ja noch... So, die Banditenklinge können wir uns noch abholen. Nicht, dass die uns großartig... Oh, obwohl die ist auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ist nicht so viel schwächer als die blaue Rose. Naja, okay. Mussten wir ja auch gut was für aus dem Weg räumen, sag ich mal, ne? So, zwei Bossgegner gäbe es tatsächlich noch, die versteckt sind in dem Spiel. Der eine ist ein DLC, der andere ist so im Spiel versteckt. Aber die zu besiegen, das... Ich glaube doch echt nicht, dass ich das euch einfach überlassen würde, dass wir das hier nicht machen würden, oder? Nein, aber dafür müssen wir uns erstmal ein bisschen stärken. Und ja, da wir ja so viele Zutaten haben, können wir auch eine Menge dazu bereiten. Ein paar Tränke holen wir uns noch. Dann aus den Tränken machen wir noch stärkere Tränke. Ja, ich in letzter Zeit bin ich ziemlich häufig bei dir gewesen, mein Freund. Gut, Hello, Miss. Oh, I've got lots of great things in stock. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. So, what would you like to buy? Oh, wir haben tatsächlich nicht mehr viel Geld, aber. Is this Carl? Thank you. Is it there you are? Ein paar Zutaten kaufen könnte durchaus nicht schaden, die uns hier gerade fehlen. Wir investieren unser letztes Geld, naja, nicht ganz unser letztes, aber ein Teil unseres letzten Geldes in Currysoße. Ja, herrlich, oder? Würde ich mal so spontan sagen. Käse, Tafel, wahrscheinlich Wasser, chinesische Nudeln. Ich weiß gerade irgendwie nicht. Ja, komm hier. Her mit dem Käse. Great.
Hühnercurry. Klingt alles lecker. Und ja, ich glaube, damit sind wir jetzt ganz gut ausgerüstet. Und ja, 98,90%. Naja, okay. Ja, ist gerade so ein bisschen ungünstig, aber okay, dann machen wir das halt so. Die beiden, zwei der versteckten Bossgegner, die werde ich euch jetzt hier nicht zeigen. Wenn ihr jetzt alle bedröppelt nach Hause läuft, dieses Spiel ist kein Vollpreisspiel. Das könnt ihr euch für den Normalpreis, kostet das 40 Euro. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, sind wahrscheinlich ein Haufen kostenloser neuer Updates da mit neuen Spielmodi. Unter anderem auch der Classic-Modus, der vor kurzem auch via Twitter angekündigt wurde. Könnte vielleicht schon draußen sein. Und ja, also das Spiel, wie auch der Gobi schon gesagt hat, und ich sag's euch gerne nochmal, dieses Spiel lohnt sich absolut. Nun denn, so, die beiden letzten Geheimnisse, die lasse ich dann mal euch selber erkunden. Und wir bringen das Ganze jetzt, oder werden jetzt das Ganze versuchen, hoffentlich zu einem glücklichen Ende zu bringen. Indem wir durch dieses Höllennest hier uns nochmal durchführen müssen. Und eine neue Scherbe kriegen. Axtschlag. Ah, welche Überraschung. Nach dem, was wir da gesehen haben, oder? Naja, gut. Grammarie haben wir ja schon besiegt. Es gilt ja jetzt immer noch, die ach so fiese Dominique zu finden, die uns die ganze Zeit so herrlich an der Nase herumgeführt hat. Und wie auch in der vorhin angesprochenen Castlevania Netflix-Serie ist mal wieder die Kirche an allem schuld, ne? So, jetzt brauchen wir hier die Dimensionsverschiebung, den Dimension Shift. Ohne den würden wir hier nicht durchkommen. So, und dann können wir uns hier jetzt ein wenig weiter umsehen. Musik hat mit dieser Trommel sehr stark was von Illusion of Time irgendwie gerade. Hatte ich noch gar nicht erwähnt, dass der Soundtrack von Michiru Yamane ist, die die seit Castlevania Bloodlines so ziemlich jedes Haupt-Castlevania-Spiel komponiert hat. Ich glaube noch nicht, aber egal. So, hier sind wir. Oh mein Gott. So even Grammarie has failed me. Alfred was afraid of what you could do with the shards, but not I. Look at you. Is that what you wanted? The crystal? You betrayed us, Dominique. Oh, don't think me ungrateful. I have you and Johannes to thank for teaching me the alchemist's lore and how to control the shards. Why are you doing this? Because once again, the demons appeared, and once again, God stayed silent. While his servants were slaughtered mercilessly, one by one. So I began to wonder, what if there is no God? What if the Lord we grovel and pray before is a lie, and our faith draws power from some other nameless, unspeakable thing? If so, I wash my hands of it. Because God can rot, I decided to seek a higher power.